Hallo und herzlich willkommen zu diesem Schnell- und Kurzvideos. Hier in diesem Video geht es nur darum, wie kann ich schnell eine Besprechung mit einer Teilnehmerin, mit einem Teilnehmer organisieren, der keinen eigenen Computer hat, der sich mit PC nicht auskennt oder mit Smartphone nicht auskennt. Eines ist natürlich schon Voraussetzung, und zwar, dass der Teilnehmer seine E-Mails liest, sonst wird er nicht wissen, dass er zu einer Besprechung eingeladen ist. Funktioniert das Ganze so: In meinem Teams wechsle ich zum Kalender und lege im Kalender einen Besprechungstermin fest, lade dann den Teilnehmer mit seiner E-Mail-Adresse ein und der bekommt dann eine E-Mail geschickt. Also ich sage hier mal, ich möchte gerne eine neue Besprechung anlegen, gebe dieser Besprechung einen Titel, Besprechung mit Trainer. Bei den erforderlichen Teilnehmern schreibe ich jetzt die E-Mail-Adresse meines Teilnehmers hinein. Das ist cleptn01@gmail.com. Sobald ich die E-Mail-Adresse ausgeschrieben habe, kann ich den hier auch anklicken. Dann lege ich eine Zeit fest, in dem Fall 14:40 Uhr. Und dann kann ich noch einen Kanal hinterlegen, wenn das in einem Kanal stattfinden soll. Dann könnten theoretisch andere, die sich gerade im Kanal aufhalten, dazustoßen. Ich kann einen Ort hinzufügen und Details. Brauche ich alles nicht. Hier einmal auf Senden klicken, dann bekommt die Teilnehmerin, der Teilnehmer ein E-Mail geschickt. Ich klicke mal hier auf Senden und dann wechsle ich mal in den Posteingang für den Teilnehmer C-Lab 12. Den habe ich hier bereits geöffnet. So, hier einmal in den Posteingang und dann sehe ich jetzt hier die Nachricht, es gibt eine Besprechung mit Trainer. Einmal drauf geklickt, ich kann hier nochmal den Termin bestätigen und im Mail finde ich jetzt hier diesen Link. Klicken Sie hier, um an der Besprechung teilzunehmen. Der letzte Schritt ist dann noch, dass Sie ein Passwort festlegen müssen für Ihr Microsoft-Konto und schon sind Sie in der Besprechung drinnen. Das war's, so einfach geht das. Bitte einmal ausprobieren mit euren Kolleginnen oder Kollegen und einen schönen Tag noch. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss und Baba.